Eine der Fragen, die ich am häufigsten gestellt bekommen habe in den letzten Jahren, lautete: Wie viel Geld brauche ich denn nun wirklich, um mit dem Trading anzufangen? Und in diesem Video gibt es die offene und schonungslose Antwort. Schaut es euch an. Ich begrüße euch ganz herzlich auf dem Tradermacher-Kanal. So, ich möchte heute über ein Thema sprechen, welches immer mal wieder aufkocht, beziehungsweise zu welchem ich immer mal wieder Fragen bekomme. Insbesondere in den letzten 12, 18 Monaten waren es reichlich, denn immer mehr Menschen haben sich für die Börse interessiert. Eines vorweg, es gibt zwei unterschiedliche Disziplinen an der Börse. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, wenn wir in die Teilbereiche gehen, aber zwei ganz wesentliche Gruppierungen. Es gibt langfristige Investoren. Die sind unter fundamentalen Aspekten überzeugt von der Ertragskraft eines Unternehmens, investieren in diese Unternehmen und dementsprechend nutzen sie natürlich auch Schwächephasen, um dann nachzukaufen, oder sie sparen regelmäßig in diese Unternehmen oder. Das ist langfristige Geldanlage, Investment, ganz wesentlich fundamental geprägt. Und dann gibt es die andere Disziplin, die sich in ganz, ganz viele Unterdisziplinen unterteilt: Swing Trader, Tick Trader, Day Trader, Positionstrader, News Trader, ganz, ganz viele Disziplinen. Das alles ist aktiver Handel. Aktiver Handel beginnt im Sekundenchart und endet in einem Swing Trading, welches dann über mehrere Monate, also die Zeitebene für Swing Trading ist dann mehrere Monate. Dennoch ist es aktiver Handel und dieser aktive Handel hat seine eigenen Gesetze. Über diese Art des Tradings spreche ich heute. Und es ist ebenfalls ganz, ganz wichtig, vorab mit sich die Frage zu klären, ob ich bereit bin, hier etwas zu investieren. Zum einen Geld, darüber werden wir gleich sprechen, zum anderen Zeit, auch darüber werden wir sprechen. Wenn mir nämlich irgendjemand genau dieses Versprechen abgibt, das brauchst du nicht, nimm die Abkürzung, ja, traden, ich zeig dir wie, kleines Konto hochtraden, so wird's gemacht. Die Titel, darüber will ich mich gar nicht beschweren, ich wäre auch der Verkehrte, der möglicherweise da im Glashaus sitzt, was verlockende Titel angeht, aber wann immer jemand sagt, jeder kann traden lernen, dann ist das faktisch korrekt, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass am Ende des Tages nur 20% profitabel aus diesem Prozess herauskommen. Die 80%, also die Mehrheit, die nicht profitabel ist, die entweder nach wenigen Stunden, auch das kann passieren bei entsprechender Frequenz, oder eben nach wenigen Wochen oder Monaten, manchmal auch nach einigen Jahren in einem Bullenmarkt, dann erkennt, ich bin unterm Strich doch nicht profitabel. Diese 80, vielleicht sind es auch 85%, finanzieren die 15-20%, die es am Ende schaffen. Die Problematik, die hinter dem Trading steckt und die dafür sorgt, dass so viele Menschen unter dem Strich Geld verlieren, ist der Vorgang an sich. Der ist nämlich sehr, sehr simpel. Ich habe einen Kaufknopf und ich habe einen Verkaufsknopf. Ob das nun bei mir auf der Tastatur ist oder irgendein Button in der Software, völlig egal. Kaufen und verkaufen, der Vorgang ist sehr, sehr leicht und ich muss auch keine Prüfung bestehen, um das zu machen. Selbst wenn es mir um hochriskante Termingeschäftsfähigkeit geht, ich muss nur in meinen Antrag reinschreiben, jawohl, kann ich, genügend Erfahrung und so weiter und so fort. Sonst wird da nichts abgefragt. Also, ja, faktisch kann jeder traden, aber ob jeder profitabel traden kann, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und die Quote macht es natürlich aus. Ein Pilot hat in der Regel, zumindest hoffen wir darauf, ein Berufspilot, eine 100% Quote. Start, Landung, Flug dazwischen, klappt. Wieder und wieder und wieder, jeden Tag, 100%. Sollte auch so sein. Im Trading aber zu akzeptieren, dass Verluste dazugehören, das ist zum Beispiel etwas, das fällt vielen wahnsinnig schwer. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum theoretisch jeder traden lernen kann, aber in der Praxis ist doch vielleicht nur jedem vierten oder fünften gelingt. Ein Grund ist zum Beispiel, wenn jemand nicht Verluste realisieren kann. Und das könnt nur ihr selbst entscheiden. Nur ihr kennt euer Persönlichkeitsprofil. Ihr wisst zumindest mal, worauf es zu achten gilt. Oder wenn jemand einfach gewohnt ist, Recht zu haben. Ich habe irgendwann mal behauptet, es gab darauf auch dann einige Zuschriften, ja, dass es vielleicht Akademiker noch schwerer haben, das Trading zu erlernen. Denn die intellektuellen Herausforderungen beim Trading, die sind überschaubar. Aber
gerade dieser Punkt, immer Recht zu haben, vielleicht sogar im vorherigen Beruf immer Recht gehabt zu haben oder anderen zu sagen, was sie tun sollen und was sie lassen sollen, das ist nicht der ideale Ausgangspunkt, um dann später etwas zu erlernen, bei dem man permanent, gefühlt, je nach Frequenz, permanent auch mal daneben liegt. Also, das ist der Grund, warum jeder theoretisch Trader lernen kann oder Trading, mit dem Trading Geld verdienen kann, aber es in der Praxis so vielen so schwer fällt. Die mentalen, die psychologischen Hürden sind relativ hoch. Und dann zu akzeptieren, das ist nun mal die Regel. Allein schon der Stop, wie oft ich darüber schon diskutiert habe, dass es im aktiven Handel, sei es ein mentaler oder ein Stop auf einer gewissen Stundenbasis oder ein fester Stop, je nach Volatilität, allein darüber führe ich praktisch jede Woche Diskussionen. Ja, ist ja auch Teil meines Jobs, das zu machen. Aber es gibt Leute, die behaupten, Stein und Bein, nee, das ist, da wäre ich ja da ausgestoppt worden und nachher ist die Aktie wieder gestiegen. Jeder findet so ein Beispiel, wo er unnötig ausgestoppt wurde. Daraus aber den Schluss zu ziehen, Stops seien irgendwie auch Quatsch, Profis arbeiten gar nicht mit Stops, das ist einfach nicht die Wahrheit. Und wer sagt Charttechnik, ja, das brauche ich auch nicht, das benutzen die Profis auch nicht, das ist nicht die Wahrheit. Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America haben riesige Research-Teams, in denen technische Analysten noch und nöcher sitzen. Also, das denkt man sich einfach aus, das Big Money weiß immer, wohin das Geld fließt und in so einer bestimmten Wellenbewegung gehen die rein und raus und machen den ganzen Tag lang nur Schotter. Wir wissen, was für Schotter die machen und die haben technische Analysen. Punkt, aus, Feierabend. Jetzt sprechen wir aber darüber, was wir tatsächlich an Geld in die Hand nehmen müssen. Ja? Zumindest mal, wenn wir über die Untergrenzen sprechen. Wenn natürlich einer mit 100 Millionen auf dem Konto anfängt, ja, dann ist das eh nicht so sein Problem. Aber selbst der sollte sich dann darüber Gedanken machen, was ist das Lehrgeld, was ich zu akzeptieren in der Lage bin. Einfach das Geld, auf das ich verzichten kann. Und man muss es ja auch nicht ausreizen. Denn gerade am Beginn muss man erst einmal davon ausgehen, ja, Worst-Case-Szenario, ich gehöre aus irgendwelchen Gründen zu den 80%, das Geld ist weg. Wenn man auf das Geld nicht verzichten kann, dann darf man nicht traden. Punkt. Wenn man sagt, ich brauche dieses Geld in einem Jahr oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren oder gar in 6 Monaten, dann darf man nicht traden. Punkt aus, period. Das ist so extrem wichtig. Und das ist einfach gerade im Marketing, in der Werbung, auch du kannst traden lernen, das kommt mir hier teilweise zu kurz. Das erlebe ich sogar im Investieren derzeit. Ja, weißt du was, ich nehme einfach mal einen Kredit auf, weil in 2 Jahren der Aktienmarkt läuft doch so gut, kann ich Kredit plus Zinsen, zahlt man ja nicht so viel, kann ich alles wieder zurückzahlen, alles kein Problem. Doch, ist alles ein Problem. Auch einen Bärenmarkt kann es geben und da ist dann das Geld schneller weg, als man gucken kann. Garantiert ist da gar nichts. Soweit die Disclaimer. Und jetzt sprechen wir darüber, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um zu traden. Und hier müssen wir zwischen den Zielen unterscheiden. Es gibt 3 Gruppierungen. Und die Frage ist, welches Ziel hast du? Was möchtest du denn mit dem Trading erreichen? Das musst du vorher definieren. Wenn es dein Ziel ist, wenn es dir nur darum geht, das Traden kennenzulernen, zu wissen, ob es etwas für dich ist, ob dir das Spaß macht, und vielleicht hast du auch schon diese Schwelle überschritten und sagst, ja, ich muss wissen, wie funktionieren die Orderarten. Ich möchte versuchen, eigene Analysen zu erstellen. Das alles ist ja Lernen. Hier darf nicht das Ziel sein, viel Geld zu verdienen. Das funktioniert ja nicht. Auch der Pilot mit seiner 100%-Quote hat im besten Fall ja erstmal eine Ausbildung genossen und nicht gesagt, oh, wer ist also ein geiler Microsoft-Simulator. Eigentlich kann ich's. So läuft's ja manchmal. Aber Lehrgeld. Und hier würde ich mal sagen, die Mindestgrenze aufgrund von Mikrolots und Mikrofutures, das ist etwas gänzlich anderes als früher, kann ich heute tatsächlich mit relativ geringen Beträgen von 300 bis 500 Euro starten. Als Lehrgeld. Das Geld, Lehrgeld, heißt so, weil es normalerweise am Ende meiner Lehre weg ist. Wie lange die Lehre dauert, das wird man dann sehen. 300 bis 500 Euro, damit kann ich aber tatsächlich im Bereich der Mikrolots dann auch schon Positionsmanagement, Money Management, ich kann mehrere Positionen gleichzeitig eröffnen. Nochmal, ich kann von 300 Euro mein Konto nicht hochtraden. Und garantiert ist auch unter diesem Video einer, der sagt, ich habe aus 300 Euro in der letzten bullischen Phase 40.000 gemacht. Ja, Glückwunsch und weiter so. Bei 99% der Menschen wird das nicht klappen. 300 bis 500 Euro Lehrgeld, die schreibt ihr dann ab, wenn ihr euch das leisten könnt. Da kann man mit Mikrolots die Orderarten und was ich eben alles gesagt habe, kennenlernen. Lehrgeld, erste Gruppe. Zweite Gruppe.
nebenbei traden. Und nebenbei traden heißt dann in dem Fall für mich nebenbei profitabel traden. Und profitabel traden, so dass man etwas spürt. Das ist ja das letztendlich das, worum es geht. Wenn ich das nicht nur mache aus Spaß am Kick, also ich könnte genauso gut Sportwetten machen oder sonst irgendwie, ja, wenn es mir darum geht, Adrenalin ein bisschen auszuschütten, einfach nur aus Freude, dann sieht es halt wie eine Spielbank. Da ist das Geld aber am Ende auch bei der Bank und nicht mehr bei euch. Alles okay. Wer aber sagt, ich möchte was verdienen, der muss tatsächlich ja dann auch was spüren. Und wir haben in Deutschland, das ist jetzt wahnsinnig schwer zu sagen, ja, wir haben ein Durchschnittsbruttoeinkommen, glaube ich, von plus minus irgendwas 3.000 Euro. Und wenn da dann netto, je nach Familiensituation, 2.000 irgendwas übrig bleibt, damit man sagt, der Zeitaufwand, über den sprechen wir gleich noch, damit der sich lohnt, möchte ich dann im Monat, naja, so 5-10% dazu ertraden. Das würde ich jetzt mal als nebenbei bezeichnen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, bei mir ist es viel mehr, nochmal Daumen hoch, alles gut. Aber wir sprechen ja hier über die Einstiegsbarrieren. Also 100, 200, vielleicht 300 Euro im Monat dazu verdienen. Und 300, das ist ein riesiger Unterschied, ob 100 oder 300 Euro. Das hängt ganz wesentlich mit dem Startkapital zusammen. Die Untergrenze meines Erachtens liegt dann hier bei 5.000, wenn ich ehrlich bin, eher bei 7.000 bis 10.000 Euro. Denn wer jetzt annimmt, Trading, und ich habe eine Einarbeitungsphase, dann nehme ich die 300 Euro, von denen er gesprochen hat, und danach mache ich im Jahr ja so 40% dürfen es dann schon sein. Ich möchte hier gar nicht über Prozentzahlen sprechen. Ich sage aber, wer dauerhaft im Positionstrading, anders geht es ja nicht nebenbei, du kannst ja nicht nebenbei Daytrading machen, wer hier dauerhaft zweistellige Renditen erwirtschaftet, nach der Ausbildung, also erstmal ein Jahr lang oder 6 Monate, je nach Zeitaufwand, sein Kapital nicht zu verlieren, gibt schon mal beide Daumen hoch. Sehr, sehr gut. Damit bleibst du schon mal im letzten Drittel übrig. Die anderen 2 Drittel haben vorher aufgegeben. Oder für die war es nicht. Das ist ja dann auch in Ordnung. Ja, wer es also erstmal schafft, kein Kapital zu verlieren und dann eine zweistellige Rendite zwischen 12 oder auch mal 20-25%, gerade im Positionstrading, ganz wesentlich abhängig davon, ob wir starke Trends haben. Ich kann hier nur mal die Zahl von Stanley Druckenmiller, der als der beste Positionstrader, der beste Trader aller Zeiten gilt, weil er eben sehr aktiv gehandelt hat mit einem großen Konto, das macht es nicht einfacher, der hat im Schnitt fast 30 Jahre 26% jährlich geschafft. Könnt ihr einen Zins- und Zinsrechner einfach mal eingeben, wenn man das Geld dann von seinem Trading-Konto nicht abhebt, dann bleibt da was übrig. 5, 7, 10.000 Euro, das wäre so die Größenordnung. Drunter ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze schief geht und ich in einem kleinen Downturn, in einem kleinen Drawdown mein Geld verliere, ist dann einfach zu hoch. Und wenn ich 8 Euro oder 9 Euro mit einem Trade verdiene, dann wird mich das am Ende deshalb nicht glücklich machen, weil ich ja da auch eine gewisse Zeit aufbringe. Ja? Also, das ist sicherlich der Teil, der am schwersten zu bestimmen ist, aber unter 5.000 Euro zu sagen, ich fange jetzt nebenberuflich an zu traden, steinigt mich, wenn es weniger ist, aber das ist meine Erfahrung. Dann wird es wahnsinnig schwer, dann ist man sehr davon abhängig, dass man in einer sehr guten Marktphase aktiv ist. Ja, wer im März gekauft hätte, konnte das auch mit 1.000 Euro machen, ist mir auch klar. Aber solche Phasen wie in den letzten 12 Monaten, letzten 18 Monaten, die gibt es halt auch nicht allzu häufig. Und es geht dann auch darum, in solchen Phasen, wo es mal langsam abwärts geht, auch Geld zu verdienen. Dritter Punkt, hauptberuflich. Natürlich auch nicht eine feste Summe, aber ich würde sagen, bei den Lebenshaltungskosten in Deutschland und du wohnst dann nicht in einer Großstadt, etwa 50.000 Euro. Vorsicht, wenn ich jetzt sage hauptberuflich, dann sprechen wir wahrscheinlich noch nicht mal von 20%, dann sprechen wir wahrscheinlich eher von, wenn wir alle Trader nehmen, sprechen wir wahrscheinlich eher von 1-2%. Also wer jetzt sagt, ich fange mit 50.000 Euro das Traden an und die Stufe 1 und 2 weglässt, der sollte, und das stand ja ganz am Anfang, die 50.000 Euro auch verschmerzen können. Denn die selbst wenn ich mit einer großen Summe anfange und ich habe aber mir nicht die Zeit gegeben, um Erfahrung zu sammeln, ich kann gar nicht sagen, ob ich wirklich profitabel trade, dann sind die 50.000 Euro eben auch weg. So schnell geht das. Das ist aber, wenn ich es denn kann, wenn ich mein System gefunden habe, wenn ich meine Zeitebene gefunden habe, dann sind 50.000 Euro, ja, und dann nehmt halt die Rendite, die ich hier gerade in den Raum gestellt habe. Bei 12, bei 10% sind es halt 5.000 Euro. Wir lassen jetzt mal die Steuern
ad acta, ja, aber da muss ich dann schon 20, 30, 40% erzielen, um auf die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten in Deutschland zu kommen. Und ihr merkt, dann, das wird dann schon sehr herausfordernd und ich muss das Trading schon sehr mögen. Denn in den allermeisten Fällen würdet ihr dann in diesem Moment mit einem normalen Beruf, wo euch also ein festes Gehalt gezahlt wird oder ein fester Lohn, mehr verdienen als mit dem Traden. Der Weg dahin ist also ziemlich steinig. Und der Weg dahin ist natürlich auch geprägt davon, von meiner Bereitschaft, Zeit zu investieren. Und das würde ich ebenfalls gerne nochmal hier anhängen. Beim Lernen deine Entscheidung, wie viel Zeit du aufwendest. Ja, aber wer sagt, nee, die Zeit brauche ich eigentlich gar nicht, denn ich will sofort Geld verdienen. Muss ich da noch was zu sagen? Dieses Überspringen der Lehrphase macht beim Piloten keinen Sinn, macht beim Trader aber auch keinen Sinn. Kein Mensch kommt auf die Welt und ist ein Natural Born Trader und sagt, ich kann es einfach. Wenn man die Foren aber durchgeht, dann sind ein paar Kandidaten dabei. Und nochmal, die Helden werden nicht in einem Bullenmarkt geboren, sondern in einem Bärenmarkt. Im Moment sind ganz viele Helden da. Im Moment können es ganz viele. Schon weniger als vorher, denn der Trend ist nicht mehr so stark. Aber auf dem Weg nach unten, da werden die Augen dann meist sehr, sehr groß, wie es auch laufen kann. Also gebt euch die Zeit. Nebenbei, wenn wir über das klassische Positionstrading sprechen, was vermutlich für die allermeisten dann die Wahl ist, und zwar sowohl Long als auch Short. Wer sagt, ich handle Long only, der kann nur im Bullenmarkt überleben. Dann würde ich sagen, wenn man sollte sich dann 3-4 Abende in der Woche zumindest mal eine Stunde Zeit nehmen. Damit kann man die großen Aktien analysieren. Ja, die großen Aktien im Nasdaq 100, im S&P 500, vielleicht auch mal im DAX, weil ja diese Analyse fortlaufend ist. Das heißt also, wenn ich das Apple-Chartbild vor mir habe, dann muss ich ja nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen. Ja? Also vom Großen ins Kleine, Unterstützung, Widerstände, Retracements ranpacken, dann vielleicht schauen, habe ich eine negative Korrelation, habe ich eine Divergenz im RSI, whatever euer Handelssystem auch sein wird. Das muss ich alles nicht normal machen, weil natürlich dieser Chartkatalog letztendlich bei mir steht. Ihr braucht eine gute Chartsoftware und dann müsst ihr sie eigentlich nur noch fortschreiben und sagen, okay, das ist mein Markt. Manchmal ist dann eben auch die Erkenntnis, es gibt gerade nichts zu tun. Ja, wer in den letzten Monaten auf den DAX geguckt hat und sagt, ich bin halt DAX-Trader, sich auf einen Markt festzulegen, ist nicht so besonders sinnvoll, insbesondere nicht den DAX. Aber der wird festgestellt haben, eigentlich ist hier kein übergeordnetes Signal. Er quält sich halt aufwärts und dann gibt es immer mal kleine Korrekturen. Also, dann nicht zu handeln, gehört natürlich auch mit dazu. Aber ich denke, wenn man sich jeden Tag etwas Zeit gibt, einmal die Woche wäre mir da zu wenig, weil einfach dann verpasst man zu viele Signale. Das wäre nebenbei so die Einstiegsbarriere. Ja, und hauptberuflich muss ich nicht weiter erklären. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich früher, und das möchte ich auch nicht empfehlen, habe ich mich eigentlich 15 Stunden lang damit beschäftigt. Mit den Charts, mit dem Handel. Ihr wisst, ich komme aus dem News Trading. Da hat man auch keine Wahl, zwischendurch zu sagen, oh, ich mache jetzt mal schön 2 Stunden Mittagspause. Da treffe ich mich mit den ganzen anderen Shampoos-Trinkern. Dann werden wir wahrscheinlich anschließend noch in die Havanna-Bar gehen. Noch eine schöne Cohiba. Und dann nachmittags suchen wir uns im Autohaus die neueste Karre aus. So läuft es genau nicht. Also mir kam das zwischendurch bei allem Spaß, den es mir natürlich gemacht hat. Aber es hat auch einen Grund, dass ich nach 15 Jahren gesagt habe, ich muss aus der Zeitebene raus. Es war auch eine richtige Plackerei. Ja, als morgens um 6 aufgestanden und der wahrscheinlich das, wo ich im Nachhinein sagen würde, wenn ich irgendwann vielleicht gefühlt ein paar Tage zu früh von dieser Welt gehe, aber hoffentlich mit einem Lächeln auf dem Gesicht, dann werde ich wissen, ja, da waren auch ein paar stressige Tage dabei, die haben vielleicht ein paar Körner gekostet. Ich hoffe nicht, ich versuche ja dem entgegenzuwirken, aber wenn du dich gefühlt gelegentlich 7 Tage die Woche, 24/7, mit News auseinandersetzt, mit Aktien, mit Positionen, selbst wenn sie überwiegend geschlossen sind und du weißt, Trading for a Living heißt, du musst Geld verdienen, ansonsten ist nichts da. Um die Kredite zu bezahlen, um dein Leben zu bezahlen, um deinen Kindern ein ordentliches Leben zu ermöglichen. Also, da ist durchaus Stress dahinter. Ich will es gar nicht schlecht machen. Seiner Leidenschaft zu folgen, ist nicht das Verkehrteste. Aber man sollte es sich halt sehr genau überlegen. Der Zeitaufwand für einen hauptberuflichen Trader, der ist enorm hoch. Genauso wie bei vielen anderen Selbstständigen.
Und bei Trading ist letztendlich selbstständig sein. Und ganz zum Schluss, hier kann ich es relativ kurz machen, Fremdkapital wird mir, das gebe ich ganz offen zu, im Marketing, in der Werbung zu lax mit umgegangen. Ja, du kannst ja ein kleines Konto hochtraden und so viel Fremdkapital geben wir dir möglicherweise mit dazu, wenn du in unser Team kommst und. Gefällt mir überhaupt nicht, denn die Quote ist vielleicht sogar, was das Hauptberufliche angeht, ja, ich sagte schon, 1%, 2%, aber selbst nebenberuflich vielleicht sogar unter 20%. Und dann zu sagen, na klar nehme ich Fremdkapital, heißt einfach nur, ich hebel den Schrott, den ich da mache, auch noch. Und das ist keine gute Idee. Im professionellen Handel spielt Fremdkapital eine große Rolle. Viele professionelle Trader, und ich muss das professionell fettdrucken und unterstreichen, nutzen Fremdkapital, weil sie wissen, ich kann das, was ich da mache. Und können heißt, dass ich durch alle Marktphasen hindurch dann eine Profitquote habe, die es mir ermöglicht, davon zu leben oder eben meine Ziele zu erreichen. Bei allen anderen würde ich sagen, Fremdkapital pauschal nein. Wenn du noch nicht einmal bewiesen hast, und das ist schwer genug, dass du mit deinem Eigenkapital profitabel bist, dann komm bitte nicht auf die Idee, Fremdkapital zu nutzen. Denn nochmal, sonst wird die Misere nur gehebelt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Im News Trading hat bei mir Fremdkapital selten eine Rolle gespielt. Das liegt auch an der Art des Handels. Insofern mag ich vielleicht sogar besonders skeptisch dem gegenüberstehen, aber so ein bisschen, selbst in dem Moment, wo man voller Motivation und voller Energie an eine Geschichte rangeht, so der kleine Mann im Hinterkopf, der sagt, ja, es könnte ja auch schief gehen, den sollte man nicht einfach so wegfegen. Die kleine Stimme sollte man hören. Und in dem Moment, wo man sagt, ich unterschreibe hier mal den Kreditvertrag, nochmal tief durchatmen, vielleicht auch nochmal mit Freunden sprechen, die mit dem Trading gar nichts zu tun haben. Vielleicht nochmal die Statistik anschauen. Deswegen von mir erstmal ein pauschales Nein dazu. Das war's für heute und jetzt freue ich mich wie Bolle auf eure Kommentare. Bis dann, schönen Abend und ciao.